Willkommen zu meinem Versuch, dieses Mal Golf Trotzdauer-Tour mal aufzunehmen. Wenn's was wird, wird das Let's Play natürlich durchgeführt. Hier aber mal der Anfang. Okay, stackt ein bisschen. So, dann starten wir mal den Versuch. Ja, sehr gut, ich habe hier noch keinen Speicherstand. Okay, wir haben schon hier kleine Grafikfehler. Starte hier gleich mal mit Yoshi. Als Linkshänder. Da ich selbst Linkshänder bin. Okay, hier sind einige Programmfehler. Starten wir gleich mal ein Duell. Cooper hat einen Brief. Hi, ich bin zu klein, aber dafür ein großer Fan des Golfsports. Lust auf ein Match? Akzeptieren. Ja, wir spielen die vorderen Tees, wir sind noch nicht so gut. Okay, jetzt geht's mit der Geschwindigkeit auch bergab. Warte. So. Ja, so sieht man nach vorne. Bam. Okay, ein bisschen langsam, aber so schlimm sieht das gar nicht aus.
ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, das ist natürlich auch komplett neu, dass sie hinten nicht treffen. Wenn denn die 64 ging das gar nicht, dass der Computer hinten verschiebt, hat hinten immer getroffen. Da kommt gar nicht so schlecht von Cooper. Er locht hier fast ein. Okay, da schieße ich gegen den Baum. Muss ich das irgendwie so machen? Okay, da geht meine etwas zu weit. Ich müsste jetzt aber aus 9,76 Metern, diesmal nicht Fuß. Das sieht. Nee, naja. Oh! Nice Birdie! Listen loose. Nice buddy. Ja, okay, mit so kleinen Grafikfehlern muss ich wohl leben. Aber ich werde dieses Let's Play. Ich will jetzt noch nichts Voreiliges sagen, aber wenn das nur diese kleinen Grafikfehler ist, hoppala, ich muss ja hinten B drücken. Jetzt kann ich ja nicht zurückschlagen. Wenn es nur diese kleinen Grafikfehler sind, werde ich dieses Let's Play durchführen und bis zum Ende spielen. Oder bis zu einem Punkt, wo dann die Grafikfehler so schlimm werden, dass ich gar nichts mehr sehe. Es kann auch sein, dass das irgendwann mal vorkommt. Das weiß ich noch nicht. Aber fürs Erste sage ich mal, dass das nächste Let's Play wird, was auch bis zum Ende gespielt wird. Seid für die, die noch nicht genug von Golf kriegen können, noch nicht genug haben von den 64 Golf, können sich ja auch dieses Let's Play ansehen. Super Backspin. Den werde ich auch brauchen, so wie der aussieht. Ah, nicht mal der Super Backspin hilft mir da. Bin weit weg im Randbereich. Ah, okay, das sieht sehr schlimm aus. Nee, der geht leider daneben und ich glaube sogar zu kurz. Nee, zu kurz wäre er nicht gewesen, aber daneben war er. Wenn Cooper jetzt trifft, führt er. Huh! Da hat auch nicht viel gefehlt. Das Paar schaffe ich auch.
sollte kein Problem sein aus dieser Distanz. Wenn das jetzt nicht zu wenig wäre sogar. Ich glaube, das ist jetzt sogar ein bisschen zu wenig. Ja. Aber immerhin auf dem Grün. Ja, ein bisschen verkühlt bin ich. Und das im Sommer bei 36 Grad. Oder noch mehr. So, ja, ich bin ja Yoshi, nicht Cooper. Ich bin auch voll in der Cooper-Rolle, denn normalerweise spiele ich immer mit Cooper. Mein Lieblingscharakter. Und, oh Gott! Du willst mich doch jetzt verarschen! Ich rechne dir gleich 0,16 Meter aus. Das kann doch nicht sein. Ich hätte sogar gewonnen, da Cooper auch so ein Fail hatte. So. Ja, immer noch 0 zu 0 und das in Loch 4. Also Cooper hält sich hier ziemlich gut oder ich bin gerade ziemlich schlecht, eins von beiden. So, jetzt Backspin, damit ich da vorne nicht in den Bunker reindonnere. Oh. Abstoppen, abstoppen. Bleib stehen. Rückzug. Vielleicht hätte es mit dem Super Backspin geklappt. Aber das war kein Backspin, der ging nämlich nach vorne. Oder habe ich da irgendwas bei Backspin falsch verstanden? Ich dachte immer, da rollt der Ball zurück, nicht nach vorne in den Bunker. Ich dachte immer, der Topspin geht nach vorne. Ich werde irgendwie aus dem Bunker auch wieder rauskommen. Cooper kommt mit zwei Schlägen nicht rauf. Ich, da ich im Bunker liege, höchstwahrscheinlich auch nicht. Aber mal sehen. Ja, alles andere schaffe ich nicht. Und ich drücke schon wieder A. A ist nämlich hier der Autoschlag, der schlägt da hinten automatisch. Kannst du ihm aber dann keinen Spin mitgeben. Was ich aber gerne möchte. So, hier hin. Mit ein bisschen Backspin. Au, schade. Aber der liegt gut für ein paar. Der kommt auch nicht schlecht, was ich da gerade sehe. Naja, bisschen weiter weg, aber auch machbar. Das ist 3,91. Ja, der sieht gut aus.
bin ich ja so unter Druck. Immer noch 8 Medaillen. Immer noch 0-0. Das bei Loch 5. Jetzt setzen wir mal den Power ein. Und der bleibt mir sogar. Beim N64er wäre der weg gewesen, weil ich vorne nicht ganz getroffen habe. Aber das hier ist etwas freundlicher, das Spiel. Das ist mehr für Anfänger, das ist für ein N64 ist schon eher für Fortgeschrittene, kann man schon fast sagen. Das ist eher anfängerfreundlicher gemacht. Da man hier sogar einen Autoschlag machen kann und man hinten nicht mal treffen muss. Aber wenn man es gut kann, eben hinten einen ordentlichen Spin rausholen kann. Ausgehen? Nee, nicht mal annähernd. Nach oben, damit wir hier über den Baum kommen. Ja, das geht sich aus. Mit dem Super Top Spin verbrennen wir hier das ganze Spielfeld. Play wird wie alle anderen natürlich mit der Tastatur gespielt. Wird sich auch daran nichts ändern, nur weil es jetzt GameCube ist. Bleibe ich trotzdem bei meinem altbewährten und verwende die Tastatur. Der so kommt. Vielleicht hätte er ein bisschen nach vor sollen, aber 2,27 ist nicht so schlecht. Schon bei Schlag 5, der macht einen Boogie. Der ist bei Schlag 4 und kann sogar noch einen Birdie schießen. Der Cooper schafft nicht mal das Boogie. Na dann, lochen wir hier ein zum Sieg. Oder auch nicht. Lassen Cooper noch die Chance, sein Double Boogie zu vollenden. Double Boogie. Ja, I think to win. Nice par. So, die erste Medaille wäre damit geholt.
Und ich sag mal, das reicht auch für den ersten Part. Okay, das mit dem Speicher muss ich noch hinbekommen, sonst habe ich die Speicherdatei im nächsten Part dann nicht mehr. Also, ich werde jetzt sehen, ob ich das irgendwie hinrichten kann. Also, bis dann, auf Wiedersehen.